Spurensuche im Dauerregen. 20 Wiesbadener Polizisten sehen sich am Vormittag im Stadtteil Klarental um. Nach neuen Hinweisen zu einer Mordtat, die hier Ende Juni geschah. Was sie genau in der Umgebung des Wohnortes des Opfers suchen, sagen sie nicht. Metalldetektoren verraten aber: Sie wollen vor allem die Tatwaffe finden, ein Messer. Und es geht auch um andere Spuren an Gegenständen. Das Wetter erschwert die Aktion. Ja, die Wetterlage kann schon bei Spuren zum Problem werden. Je nachdem, was wir finden, ist natürlich die Chance dann leider auch da, dass aufgrund des langen und anhaltenden Regens hier schon das ein oder andere an Spuren verwischt worden ist oder zerstört worden. Aber wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen. In diesem Haus war eine 81-Jährige von ihrem Mann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden. Sie wurde erstochen. Leichenspürhunde helfen den Beamten nun. Sie sollen erfassen, wo Blutspuren anhaften oder noch Fingerabdrücke des Täters sein könnten. Ein Bekannter des Ehepaars steht unter Mordverdacht. Der 46-Jährige befindet sich in U-Haft. Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe sind heute mit dabei. Sie machen für die Beamten alle Gullis in der Umgebung auf. Und dort haben sie nach 3,5 Stunden auch Erfolg. Ja, wir haben den ein oder anderen Gegenstand gefunden, unter anderem auch in einem Gulli. Da müssen sich jetzt aber die Spezialisten von der Kriminalpolizei das genau angucken, wie das in Verbindung gebracht werden kann, ob da Spuren dran zu finden sind etc. Die Tatwaffe war nicht dabei, aber weggeworfen und vermutlich versteckt wurden unter anderem Einmalhandschuhe. Das könnte die Ermittlungen weiterbringen und den Verdächtigen, der nach wie vor nichts sagen will, möglicherweise überführen.